Moin Moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Railway Empire und zwar mit Kapitel 5. Mal schauen, was uns da erwartet. 1863, Sierra Nevada. Nach dem Ende des Bürgerkriegs wird der Bau der transkontinentalen Eisenbahn mit größter Kraft vorangetrieben. Während du im ersten Kapitel den Bau noch aus Sicht der Union Pacific von Osten her erlebt hast, musst du dich nun den wesentlich größeren Herausforderungen auf Seiten der Central Pacific Railroad stellen. Collis Potter Huntington, einer der Gründer der CPRA, überwacht dabei, wie du mit den knappen Ressourcen die unzugänglichen Höhen der Sierra Nevada auf dem Weg zum Promontory Point überwindest. Wir bleiben bei Komplex und Pausenmodus normal. Sorgfältigste Planung, Tabellen, Zahlen und harte Fakten. Auch hier kann man immer noch keinen anderen Charakter auswählen. Der Name bleibt, Gesellschaft ist vorgegeben. Los geht's. Aus der Asche des Krieges begann der Wiederaufbau und nichts mehr schien der transkontinentalen Eisenbahn im Wege zu stehen. Bereits vor einigen Jahren hatten die Arbeiten in Kalifornien begonnen, um den Kontinent von Westen her zu durchqueren. Aus der einst skeptisch beäugten Idee wurde innerhalb kürzester Zeit ein Projekt größten öffentlichen Interesses. Und mit jeder Meile gelegter Gleise wuchs die Hoffnung darauf, Amerika auch von Ost nach West zu vereinen. Doch der Aufstieg aus Kalifornien über die verschneiten Gebirgspässe bis in die unwirtlichen Landschaften Nevadas stellte sich als eine der größten Herausforderungen der Ingenieurskunst dieser Zeit heraus. Also, das ist der Plan. Wir kommen von Westen durch die Sierra Nevada. Die Union Pacific Railroad durchquert die Rocky Mountains von Rock Springs im Osten. Unsere Schienen treffen sich nördlich von Salt Lake City und damit wäre die transkontinentale Verbindung abgeschlossen. Ganz einfach. Na, ob das wirklich so einfach ist. Doch ich sitze hier noch in Washington fest. Die Rechte für den Streckenbau im Utah-Territorium stehen noch aus und ich muss einige Gespräche führen. Und als Collis Potter Huntington Überzeugungsarbeit mit der Geldbörse leisten. Du wirst daher zunächst einmal den Grundstein für die Central Pacific Railroad legen. So, wir haben 3 Millionen. Das heißt, ich kann ja auch mal mit großen Bahnhöfen anfangen. San Francisco wird schon. Die Union Pacific Railroad ist unser größter Konkurrent. Erreichen Sie den Treffpunkt vor uns, wird Thomas Durand seine Gleise einfach weiter in unsere Richtung verlegen lassen. Dadurch erhalten Sie die ganzen Landrechte und nicht wir. Jeder einzelne Kilometer wäre eine Katastrophe für uns. Na, das sind ja ganz gruselige Landhöhen. Dazu kommt, dass ich ein wenig Nachschubprobleme habe, was das Geld angeht. Daher kann ich dir nicht so viel überweisen, wie für einen guten Start nötig wäre. Du musst selbst schnell zu Geld kommen. Ja. Teure Brücken. Du solltest zunächst das Streckennetz im Westen aufbauen, denn dort gibt es viel Bedarf an Transportmöglichkeiten. Ich habe dir dazu einige Aufgaben notiert. Erledige sie schnell, denn dann haben wir genug Kapital, um zum Treffpunkt vorzudringen, sobald die Landrechte geklärt sind. Fangen wir mal an. Sacramento. Hallo, Süßer. So sehen wir uns also wieder. Der Mississippi hat mich nicht mehr so gereizt. Und außerdem wollte ich meine frühere Chefin aus Chicago besuchen. Sie hat nun mehrere schmucke Hütten entlang der Küste. Schmucke Hütten. Okay. Hallo, hallo! Druckminderer schließen, Pumpe prüfen, Wasser nachfüllen und los geht die Fahrt. Ich wünsche dir eine aufregende Reise. So, Kaufpreis für Lokomotiven senken finde ich natürlich jetzt am Anfang ganz besonders gut. Oh.
Wartungsbedarf. Anzahl der Passagiere erhöhen. Und das habe ich noch. Mitarbeiterboni interessieren mich nicht so, weil bisher habe ich den Eindruck, dass die Mitarbeiter wirklich nur sehr begrenzt hilfreich sind. Zählt dann wieder alle möglichen Tutorial-Quests, die ich aber eigentlich schon alle kenne. So, was sagen denn unsere Aufgaben? So, wir haben 63 und bis 64 müssen wir 4 Städte angeschlossen haben. Das sollte erstmal unsere Hauptaufgabe sein. 8 Landbetriebe bis 65 angebunden haben. Für die anderen Sachen sind mehr Zeit. Scheint aber ein sehr knappes Zeitlimit hier für alles zu sein. So, die ganzen Landrechte hier habe ich nicht. Das heißt, ich darf hier alles Mögliche nicht anschließen. Hier Städte habe ich dann wohl nur die Möglichkeit, hier Reading und Gold Beach mit anzuschließen. Also fange ich da mal gleich an. Aber hier brauche ich keinen großen Bahnhof hinbauen, in dieses kleine Kaff. Dann mache ich links, dann sollte ich hier auch links hingehen. So, schließlich gehört erstmal Kreuzungen dahin. Ah. Warum das Spiel denkt, ich hätte noch nie gespielt und er muss mir jetzt alle Tutorials zeigen, das ist ein bisschen doof. Naja, man kann sie ja recht schnell wegklicken. Immerhin, das wäre jetzt schlimmer, wenn er die wirklich alle abspielen würde. So. Da das die 5. Mission ist, werde ich jetzt auch nicht mehr auf sehr viele Einzelheiten eingehen. Außer es sind wirklich Neuerungen. Wenn ihr das Spiel an sich verstehen möchtet, dann schaut euch einfach die früheren Folgen an. Da erkläre ich dann eine ganze Menge. Aber hier geht es jetzt hauptsächlich wirklich darum, wie kann man diese Mission schaffen? Wo liegen die Problempunkte? Was sollte man zuerst und zuletzt machen? Und solche Dinge. Das ist halt hier alles Standardvorgehensweise. Doppelgleise, Kreuzungen und Einbahnstraßen, Weichen, Signale, damit beliebig viele Züge weitestgehend auf dem Gleis sich bewegen können. So. Gucken, der ist viel schneller. Den hier werde ich auch nochmal austauschen. Dann haben wir schon mal 3 Städte. Ich muss natürlich nach Westen und scheinbar dadurch, dass ich 3 Städte... Nee, doch. Darf ich überall nicht hin. Okay, Gold Beach. Ich komme.
1 anfangen. Teurer Tunnel. Wenn ich an dem Berg vorbeikomme, mit dem Tunnel spare, 12%. Ich glaube, ich gehe erstmal da lang. 11%, wunderbar. Das macht schon ganz schön Unterschied. 13, 14, 18% oder einfach einmal Tunnel bauen und dann 4%. Da werde ich, glaube ich, in diesen nicht besonders leckeren Apfel beißen. Es ist dir gelungen, viele Städte ans Netz anzuschließen. Gut so. So. Den schnellsten Zug. Dann müssen wir jetzt mal anfangen, diese Städte hier auch mit Material zu versorgen. Zucker, Gemüse, Korn. Fangen wir mit Korn an, weil ich denke, die Städte sind noch zu klein, als dass sie Zucker und Gemüse brauchen. Schauen. Sind. Das hilft nicht richtig. Nützt nichts, wenn ich hier nur 3% habe und dann hinterher mehr brauche. Kreuzung. Wir können noch ein bisschen unterteilen, damit mehr Züge drauf passen.
dann machen wir noch mal einen hier in die Richtung. So. Ah, 36. 70.000. So ist besser. Okay, dann haben wir diesen Bauernhof angeschlossen. Ein Zug, der so fährt. Dann ist diese Lok für. Und ein Zug, der nach Wedding fährt. Gut. Hier unten gibt es natürlich gar kein Getreide. Da wäre zu überlegen. Hier ein Warendepot hinsetzen. Irgendwo hier auf die Mitte. Der Seite ist günstiger, weil das da drüben so steil wird. Weg, dass hier keinen Rückstau gibt. So. Und dann meine ich noch einen Zug, der dahin fährt, da Getreide auslädt. Und dann einen Zug, der Sacramento mit Getreide beliefert. Ich glaube, den Zug kann ich noch mal editieren. Und den so machen, dass er mal einmal abwechselnd dahin und einmal ab dahin fährt. Weil ansonsten ist, glaube ich, der Getreidehof da oben eh überlastet. Also kriegen zumindest alle vier Städte Getreide. Okay. San Francisco hätte eine Schlachterei und Sacramento auch. Also können wir diesen Viehbetrieb hier sehr gut gebrauchen.
einmal auch in die andere Richtung. Startpunkt schlicht. Gar nicht mal so billig. Alles so. So kurz, das lohnt sich nicht, das zweigleisig zu machen. Okay. Einmal wieder hoch. Und einmal wieder rüber. Schauen wir nach den Aufgaben. Wir haben 63, das haben wir erledigt. Unsere wichtigste Aufgabe ist, 8 Landbetriebe anzuschließen, da sind wir bei. 2 haben wir schon. So, jetzt sind das hier schon groß genug, das ist irgendwie... Na, Zucker könnten sie schon gebrauchen. Getreide kriegen, produzieren die hier, glaube ich, hier, oder? Nee. Ich sitze wie angekündigt in den nächsten Wochen in Washington fest und kann dir in der nächsten Zeit nicht helfen. Eine Dampflok braucht Öl als Schmiere. Washington braucht Dollarscheine. Das erinnert mich daran, dass ich noch gar keine Versorgungstürme gesetzt habe. So. Ich habe zwar noch gar keine Fabriken, aber da... Das kommt bestimmt noch. So, Versorgungstürme. Darf ich den hier noch bauen? Schade, nein. Dann setze ich den doch hier hin. Darf ich auch nicht. Okay. Hätte günstiger sein können. Der fällt ja eh dadurch. Okay, okay. Dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Da nicht setzen. Ah, nicht genug Geld. Die Kasse ist leer. Ich sehe schon. Der alte Huntington hält dich schwer auf Trab. Ich hoffe, du hast trotzdem Zeit für ein bisschen Spaß. Für Spaß ist immer Zeit. Ich befürchte nur das, was sie unter Spaß versteht. Macht mir nicht so viel Spaß. So, ich muss mal gucken. Unbedingt. Korn transportieren. So. Wartungsgebäude. Oh, das ist auch noch so ein Thema. Da muss aber erstmal wieder ein bisschen Geld in die Kasse kommen. Alle 4 Städte mit einem Wartungsgebäude versehen. Was hat denn Redding? Redding hat noch überhaupt keine Industrie. Redding könnte ein Sägewerk kriegen. Da gibt's auch nichts.
Ja, das ist hier wirklich noch sehr, sehr rudimentär. Die Städte da oben haben bestimmt Bedarf an Fleisch. Das kann ich organisieren. Fällt mir ein, wenn ich hier einstelle, dass die Fleisch aufnehmen, dann beides Max ist wahrscheinlich nicht so gut. Dann können die beiden, die kriegen ja vom Warendepot Korn hier runtergeliefert. Und wenn dann hier Fleisch ist, dann können die das Warendepot mit Fleisch vollpacken. Dann mache ich jetzt hier nämlich eine Zuglinie. Fleisch da hochliefert. Und eine, die das da hoch. Mal schauen. Ich werde auch mal gucken. Redding liegt hier so in der Kurve. Vielleicht macht es Sinn, hier an der Stadt vorbeizufahren. Um die zu entlasten. Den setze ich mal lieber weiter nach vorne. Und das hier mache ich noch zweispurig. So, nee, das ist, weil es hier hinten rot ist. So ist besser. So. Machen wir da eine Kreuzung. Was hat er denn hier für ein Problem? Er braucht nur das Gleisstück hier über die Brücke in beide Richtungen benutzen. Aber das will er irgendwie nicht. Woran nichts.
das war ja das Problem. Das Gleis hier. Ja, das Signal ist weg. Nun mag er das auch. So. Dann hoffe ich mal, dass diese anderen Züge, die hier mit dem Warendepot verkehren wollen, gleich an Redding vorbeifahren. So, hier oben fehlen noch Betriebsmittel. Wenn ich ein bisschen Geld habe, möchte ich, glaube ich, diesen Bauernhof kaufen und erweitern. Aber da muss erstmal die Kasse brummen. Momentan kommt das noch nicht so ganz in Gang hier. Das erste Korn ist hier schon mal angekommen, das ist gut. Es fährt jetzt allerdings wieder nach oben. Aber egal, nicht so schlimm. Ich hoffe, das pendelt sich dann schon ein. So, hier haben wir Mais. Mais ist auch sehr grundlegend. Frage, wie ich das jetzt am geschicktesten anbinde. Mein hierüber ist ganz einfach. Da komme ich schon irgendwie hin hier. Ja. Schien mir vielleicht einfacher zu sein, als es in Wirklichkeit ist. Dann gehen wir damit drauf. Nur das Gleis ist gerade zu teuer. Milch gibt's da auch, sondern noch mehr Vieh. So, jetzt kann ich mir das Gleis leisten.
Unruhen in New York. Der Pöbel will nicht in den Krieg ziehen. Wollen sich die kleinen Leute wieder nicht für die Großen prügeln. Ist aber auch gemein. Eine Panne? So, jetzt habe ich gleich genug Geld, um meist nach San Francisco zu fahren. So, der erste Zug fährt. Oben hat auch eine Panne. Ja, dabei fällt mir ein, ich muss unbedingt diese Wartungsgebäude bauen. Sonst bleiben hier bald alle Züge stehen und kommen aus der Panne gar nicht wieder raus. So, einen kann ich jetzt mir leisten. Das Gebäude. Ah, in dem Moment kommt wieder 2000 runter. Ist doch nicht. Hier sieht man jetzt schon große Kornzüge. Das ist gut. San Francisco kriegt Korn geliefert. So, nochmal. Das ist gültig, wie das hier so aussieht. Man sieht nämlich noch eine Menge. Sieh an, ein Mitbewerber. Möglichkeiten für mehr Post und Passagiere. Verdoppel einfach mal. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Post und Passagiere, Transporte hier. Wartet auf freies Gleis. Dann könnte ich wahrscheinlich noch mal ein paar Signale dazwischen setzen. Oh, eigentlich sind da eine ganze Menge freie Signale, freie Streckenteile, warum springt er denn hier rum?
Aber jetzt fährt er. Was immer ihn da gestört hat, das ist jetzt wohl beiseite. So, wir haben wieder ein paar Forschungspunkte. So, zu teuer. Hier können wir auch freischalten. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Die Rogers American. Er hat ein klein bisschen schneller, hat aber nicht allzu viel Zugleistung. Also ich glaube, die können wir hier gar nicht wirklich einsetzen. Dafür haben wir viel zu viel Steigung überall. So, langsam kommt wieder Geld in die Kasse. Dann werde ich in Reading als nächstes einen Wartungsschuppen bauen. Bis auf wenige Ausnahmen sollten die dann zumindest schon mal weitestgehend ab und zu mal an einem Wartungsschuppen vorbeikommen. Da. So. Geld weg, aber mehr gewartete Züge. Francisco kriegt jetzt zumindest schon mal Getreide und Kühe und Mais. Das Fleisch wird noch nicht so richtig zuverlässig transportiert. Warum nicht? Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ich, Madame. Zug hier schnappe ich mir gleich mal und verdoppel den. So, jetzt auf jeden Fall auch schon zu 100% ausgelastet hier. Jetzt ist natürlich schon mächtig viel teurer geworden. Sieht nicht mehr so gut aus mit Kaufen. Reading braucht eine Industrie. Ja, die würde ich auch gerne bauen. Muss ich aber vorstrecken. Ich würde hier gerne ein Sägewerk bauen. Zeigt gar nicht an, wie teuer das ist. Auch interessant. Wahrscheinlich kann ich das noch nicht bauen. Das Warendepot braucht auf jeden Fall auch Wartungsgebäude. Museumsbahn. Bei Zugverkaufen oder Lokverkaufen wird der Wertverlust reduziert. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. So.
wo investieren wir jetzt das nächste Geld? Ich glaube, am sinnvollsten ist, wenn ich hier erstmal das Mais-Ding hier versuche, an Sacramento anzuschließen. Ich glaube, dazu muss ich hier ein Gleis noch dran vorbeiführen. So geht's. Kann ich mir nicht leisten, aber so geht's. Drei von acht angeschlossen. Und wir haben auch noch ein ganzes Jahr Zeit, um die anderen fünf anzuschließen. Anschließen ist ja nicht das Problem. Man muss dann nur auch noch rentable Züge da drauf kriegen. Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Das. Kann sein, dass ich das später nochmal umändern muss hier, aber fürs Erste funktioniert das so. Den Zug habe ich jetzt noch nicht. Der Zug kostet 37.000. Dabei haben wir wieder Forschungspunkte angesammelt. So, Zufriedenheit der Fahrgäste erhöhen, finde ich gut. Und Wartung beschleunigen ist auch nett. So, ich glaube, jetzt müsste es reichen, den Maiszug nach Sacramento zu schicken. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. So, Geld schon wieder ausgegeben. Aber Redding wächst. Dann versuche ich doch erstmal das Gemüse hier abzutransportieren. Vermute nur, ja, Redding ist viel zu klein für Gemüse. Sacramento ist auch zu klein. Und selbst San Francisco ist zu klein für Gemüse. Da haben wir also gar nichts von, wenn wir das anschließen. Können wir natürlich anschließen, um die Quest zu erfüllen. Wahrscheinlich muss ich das auch machen. Ich habe ja hier auch schon die Bahnhöfe gelegt. Dann schließe ich die an, aber
produzieren dann halt noch nichts. Das Geld noch nicht für. Die kann ich dann halt irgendwann mal später benutzen. Glaub fast. Es würde mehr Sinn machen, erstmal hier den Holztransport in Gang zu bringen. Passt alles nicht. Ich brauche erstmal 100.000, um hier den Bahnhof zu erweitern. Schalte ich mal gerade kurz auf schnell. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Jetzt kann ich den Bahnhof erweitern. Und dann kann ich das auch einfach da hinziehen. Jetzt will er da längs einen Tunnel bauen. Geht das nicht auch ohne Tunnel? Aber ganz hinten. So kostet es nur 70.000. Vor allem mit Tunnel sind es immer noch 13%. Nicht so einfach. So könnte es gehen. 53.000. Auch halbwegs bezahlbar. Nützt ja nichts, wenn wir da ein Gleis hinzimmern und die komische Holzwerkstatt da auch hinterher 20 Jahre. Mach das diesmal klüger. Ich kaufe jetzt erst das Holzwerk. Glückwunsch. Aber es gibt wohl einen Grund, warum niemand mitgeboten hat. Beschlossen ist, aber das macht. So, dann müssen wir nochmal auf die 53.000 warten. Den Fehler wie mit dem Korn-Ding mache ich nicht nochmal. Erst kaufen, dann anschließen und auslasten.
Weil wenn die Dinger da rumstehen und nicht ausgelastet sind, kosten die nur einen Bruchteil von dem. Von dem, was dann hinterher verlangt wird. So. Oh nein, da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Extra Gleis, was dann hinterher zu dem Warendepot geht, damit ich in dem Warendepot dann auch Holz einlagern kann. Nur warum ich keine Sägewerke hier bauen darf. Ah, diese Industrie steht derzeit noch nicht zur Verfügung, da die Ware in keiner Stadt nachgefragt wird. Keine Stadt möchte Bauholz haben. Ist wahrscheinlich zeitlich noch zu früh oder so, weiß ich nicht. Oder die Städte sind alle zu klein. So, jetzt kann ich das Gleis hier leisten. Mal 49.000. Neuer Geschwindigkeitsrekord. Los, rück mal ein Stückchen mit deinem Bahnhof zur Seite. Hier ist genug Platz für uns beide. Das sehe ich ja anders. Man dann kommt und baut mir irgendwo Bahnhöfe dazwischen. Das finde ich ja nicht so gut. Aber wo? Sehe ich gar nicht. Der Computer ist da unten. Der andere da ganz oben. So. Dann bringen wir Holz zum Warendepot. Oh nein,
Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Wir haben das Problem, dass es hier unten keinen Versorgungsturm gibt. Der fährt eigentlich durch einen durch. Der auch. Nö, doch. Wir haben Versorgung. War nur so eine Panne. So, hier fehlen noch Signale. Das hin? Den angeschlossen. Die schließe ich jetzt an, ohne dass ich sie brauche, aber ich muss ja diese 8 Höfe hinkriegen. Ich stehe, die können da überhaupt nichts mit dem Zeug anfangen. Aber was soll man machen? Wenn die Mission sagt, schließe 8 an, müssen wir das so hinnehmen. Der Personenzug hier auf dem Gleis, das ist natürlich nicht so ganz das, was ich will, aber gerade im Moment ist es ganz praktisch, weil hier ein Zug mit Panne festsitzt. So, dann kann ich jetzt auf jeden Fall hier oben mal ein Wartungsgebäude errichten. Drei Stück wollen noch. Dann nehme ich den und den. Und den hier wahrscheinlich. Und wir haben Innovationen. Die hier ist, glaube ich, ein etwas besserer Frachtlok. Jetzt wäre die hier wahrscheinlich nicht die beste. Bei 97%. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Mittel, was du willst, ist mir doch egal. Und hier erhöhen wir mal noch die Anzahl der Passagiere.
fehlt jetzt ein bisschen ein Signal. Das muss weg hier. Nein, nicht weg. Machen wir hier weiter. Kurzes Stück hier, 44.000, weil er da eine Brücke über den Fluss bauen muss. Übel. Aber es Zeit. Aber apropos Zeit, die Folge ist schon ganz schön lang. Sonst habe ich mir immer Mühe gegeben, die einzelnen Abschnitte in einzelne Folgen zu packen, aber das klappt hier einfach nicht. Nehmen wir an, dies wird eher 4 oder 5 Folgen bekommen. Mal gucken, kann ich noch nicht genau sagen. Aber wir machen hier erstmal einen Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht in Railway Empire. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Ideen, Vorschläge habt, immer rein unten in die Textbox unterm Video. Und wenn ihr da schon unterwegs seid, könnt ihr auch mal auf die Daumen klicken. Okay, das war's. Lasst's euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Zapp.